Wir freuen uns sehr, dass die Christiane heute da ist. Sie ist vom BDBI und Historikerin und sie wird jetzt gleich anfangen mit ihrem Vortrag und sich kurz vorstellen vorher. Okay. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich starte gleich mal mit meiner Präsentation. Okay, gut. Genau, ich bin heute hier, um den Vortrag mit dem etwas sperrigen Titel Forschung als Waffe, ein historischer Rückblick auf die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft im Kontext von Rüstungsforschung zu halten. Bevor wir einsteigen in den Vortrag, kurz ein paar Worte zu mir als Person. Mich heißt Christiane Fuchs. Ich habe an der Universität Regensburg Geschichte, Germanistik und Deutsch als Zweitsprache studiert. Mein Studium dort beendet dieses Frühjahr und bereite aktuell auch ein Promotionsvorhaben im Bereich der Geschichte vor. Außerdem arbeite ich seit September für den BDWI, den Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als wissenschaftliche Referentin für Bildungspolitik. Genau, damit ihr wisst, was der BDWI ist und warum ich hier heute zur Friedensforschung spreche, kurz ein Werbeblock auf dem BDWI. Genau, wir sind ein überparteilicher und interdisziplinärer Wissenschaftsverband, der sich einem kritisch-emanzipatorischen Wissenschaftsverständnis verschrieben hat und nach der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft fragt. Unsere Mitglieder sind zum einen Wissenschaftlerinnen aus allen Fachbereichen, aber auch Studierende und aus den Personen, die in hochschulnahen Bereichen aktiv sind und hochschulpolitisch aktiv im Allgemeinen. Genau, wir positionieren oder wir arbeiten zu verschiedenen Themenbereichen aus einer kritischen Wissenschaftsperspektive, unter anderem auch zu friedenswissenschaftlichen Themenstellungen und setzen uns ein für eine zivile und friedliche Hochschule und positionieren uns dementsprechend auch sehr entschieden gegen Rüstungsforschung. Wir sind außerdem Mitglied in der Kooperation für den Frieden. Das ist ein Dachverband der Friedensbewegung mit über 50 Mitgliedern oder Mitgliedsorganisationen. Genau, außerdem geben wir neben unserer verbandseigenen Zeitschrift, der Forum Wissenschaft, sind wir auch Mitherausgeberin der Wissenschaftszeitschrift Wissenschaft und Frieden. Ihr seht nebendran auch ein Cover einer aktuellen Ausgabe. Das ist immer eine gute Anlaufstelle, diese Zeitschrift für friedenswissenschaftliche Themenstellungen. Genau. Ist vielleicht für manche von euch, die am Ende des Semesters auch ein Essay abgeben müssen, vielleicht auch ein guter Punkt, da mal nachzugucken online. Da sind viele interessante Artikel online. Genau, damit ihr wisst, was euch heute inhaltlich erwartet, hier ein grober Überblick über meine Gliederung. Ich beginne mit ein paar allgemeineren Vorbemerkungen zum Themenbereich Rüstungsforschung und Wissenschaft. Bevor ich dann zu den beiden Hauptblöcken meines Vortrags zu sprechen komme, das ist zum einen die Frage nach der Rolle von Physikerinnen in der Rüstungsforschung des 20. Jahrhunderts. Geht unter anderem um die Entwicklung der Atombombe in den 1940er Jahren. Einschränkend muss ich zu dem Punkt sagen, dass ich jetzt natürlich nicht so einen komplett umfassenden oder eine komplett umfassende Darstellung von der Rüstungsforschung im 20. Jahrhundert hier vorlegen werde. Das wird den Rahmen sprengen. Hier geht es eher um so einen historischen Überblick. Genau, dann möchte ich in meinem zweiten Block am Beispiel unter anderem der sogenannten Pugwash-Bewegung und der Göttinger Erklärung einen Blick drauf werfen, inwiefern es von Physikern, ja. Sie können vielleicht auch den Mute, also nur den Laptop auf leise stellen, sonst hört man nicht den Sound. Jetzt sollte ich nicht mehr hören. Okay. Sorry. Gut. Ist das besser? Okay, gut. Im zweiten Teil geht es dann um Widerstände aus der Physik oder von Seiten Physikern gegen militärische Forschung. Ja, dann hatte ich ursprünglich noch eine Folie geplant zur Zivilklauselbewegung. Ich habe dann gestern, als ich den Vortrag von letzter Woche nachgehört habe, gesehen, dass ihr dazu ja schon Input bekommen habt. Deshalb wird es vermutlich ein bisschen kürzer werden. Und am Ende stelle ich dann nochmal dar, welche Schlüsse man meines Erachtens aus all dem ziehen kann. Und dann haben wir im Anschluss natürlich noch Raum für eure Fragen und für eine Diskussion in kleinen Gruppen. Genau. Dann steige ich mal ein. Genau, also allgemein fasst man unter Rüstungsforschung oder ich werde das alternativ manchmal auch als militärische Forschung bezeichnen, damit ist das gleiche gemeint. Also Rüstungsforschung wird die Gesamtheit aller Forschungstätigkeiten zusammengefasst, deren Forschungsergebnisse für militärische Zwecke verwertet werden sollen.
Manchmal hört man alternativ auch den Begriff der Verteidigungsforschung, den ich immer etwas beschönigend finde und deshalb nicht verwenden werde. Rüstungsforschung umfasst eine relativ breite Palette an Forschungsfeldern. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung von Waffen und Abwehrtechnologien, aber auch medizinische Wehrforschung oder auch die Entwicklung von Aufklärung und Kommunikationssystemen und auch Fragen von strategischer Kriegsführung. Wie ihr seht, ist das erstmal eine relativ breite Definition, eine weit gefasste Definition, und tatsächlich findet Rüstungsforschung auch in sehr unterschiedlichen Fächerbereichen statt. Das heißt, Rüstungsforschung beschränkt sich nicht ausschließlich auf den Bereich der naturwissenschaftlich-technologischen und medizinischen Fächer, sondern kann schon auch Forschungsvorhaben im Bereich der Gesellschaftswissenschaften umfassen. Wobei der Großteil sicherlich in diesem Fächerspektrum der MINT-Fächer stattfindet. Genau, Rüstungsforschung kann sowohl anwendungsbezogene wie auch Grundlagenforschung umfassen, aber auch hier hat man deutliches Schwergewicht auf der Seite der anwendungsbezogenen Forschung. Genau, das ist noch wichtig, um so einen gesamten Blick auf Rüstungsforschung zu erhalten. Rüstungsforschung findet statt sowohl an zivilen Universitäten, also zivilen Abgrenzungen beispielsweise zu Einrichtungen wie den Bundeswehr-Unis, die wir in München und Hamburg haben. Also auch dort findet Rüstungsforschung statt. Ich fand es hier wichtig, nochmal zu betonen, dass es eben auch einen Unterschied gibt zwischen den zivilen und nicht zivilen Universitäten. Außerdem findet Rüstungsforschung natürlich statt in außeruniversitären Forschungseinrichtungen und auch im Bereich der Industrieforschung, vor allem getragen dann von privatwirtschaftlichen Rüstungsunternehmen. Okay. Genau, man kann... Also so ganz global kann man erstmal sagen, dass es immer irgendwie Formen der Zusammenarbeit von Forschern oder Ergebnisverwertung von Forschern zur Entwicklung militärischer Technologien gegeben hat. Dann kann man irgendwie zurückverfolgen bis in die Antike. Aber wenn man jetzt irgendwie wirklich mal so einen Blick auf eine systematisiertere Forschung, Rüstungsforschung wirft, dann haben sich da die Anfänge im Kaiserreich ausgebildet, also so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beziehungsweise am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich muss an der Stelle vielleicht noch irgendwie einschränkend hinzufügen. Ich habe hier einen Schwerpunkt die meiste Zeit so auf den deutschsprachigen Raum nördlich der Alpen. Das hat zwei pragmatische Gründe. Zum einen bin ich da thematisch bewanderter, zum anderen findet man da einfach mehr Forschungsliteratur dazu. Ich denke aber, dass man einiges von dem auch dann ummünzen kann auf den österreichischen Raum. Genau, der Erste Weltkrieg, der 1914 beginnt. Ja. An der Stelle kurz eine Unterbrechung, und zwar gab es eine Frage im Chat dazu, ob nach dieser Definition Waffenforschung, die nicht für das Militär ist, keine Rüstungsforschung ist. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Also zieht so ein bisschen auf Dual-Use-Forschung, oder? Ich würde mal sagen, das hängt, magst du die Frage nochmal komplett? Also nach dieser Definition ist also Waffenforschung, die nicht für das Militär ist, keine Rüstungsforschung. Also im Sinne von privaten... Es ist eine Frage, ob es Waffen gibt, die nicht militärisch eingesetzt werden können. Ich würde sagen, nein. Okay. Es ist dann so die Frage dann noch, ob ich in meinem privaten Gebrauch Waffen verwende und ob das dann noch... Nee, also ich würde das mit einnehmen, also... Okay. Ja. Aber vielleicht auch, also das war auch eher eine Behelfsdefinition. Vielleicht kann man auch einfach nachbessern, weil es eine weit gefasste Definition ist. Aber ich würde es mit darunter fassen, definitiv, ja. Genau, kommen wir zum Ersten Weltkrieg. Der begann im August 1914. Der gilt so als der erste hochtechnisierte Krieg und hat dementsprechend der Rüstungsforschung nochmal einen weiteren Vorschub geleistet. Dieser Krieg findet nicht nur im Felde statt, also nicht nur irgendwie in der Front statt, sondern hat auch irgendwie negativ nachhaltige Auswirkungen auf die Wissenschaftscommunity, vor allem auch auf die Physik. Der Erste Weltkrieg beschädigt im Grunde diese relativ gute Zusammenarbeit, die man in der Physik hatte bis 1914, also wo man auch in der Forschung eine sehr enge Kooperation hat.
Das wird aufgekündigt, das ist dann in diesem Schlagwort Krieg der Geister gefasst, also Geister nicht im Sinne von Gespenster, sondern Geister im Sinne von Intellektuelle. Genau, auf deutscher Seite wird diese internationale Wissenschaftszusammenarbeit aufgekündigt, damals mit dem Aufruf der 93 oder auch genannt Aufruf an die Kulturwelt, der von einer Vielzahl von Wissenschaftlern, darunter auch hochrangige Physiker und Nobelpreisträger unterzeichnet wurde. Ich verwende bewusst nur die männliche Form, weil es nur Männer waren. Genau, dieser Aufruf war im Grunde ein Bekenntnis zum deutschen Vaterland, militärisches Bekenntnis. Und ich finde, daran sieht man sehr gut, wie brüchig denn diese auch heute ja immer noch also viel beschworene Autonomie und Neutralität von Wissenschaft ist. Denn der Großteil der Wissenschaftler im Ersten Weltkrieg hat sich sehr schnell hinter das eigene Land oder hinter das eigene Vaterland gestellt und sich relativ solidarisch zur expansiven und nationalistischen Kriegsführung des eigenen Landes bekannt. Genau, es gab dann auch nochmal eine aktive Mithilfe von Seiten Physikern in der Kriegsforschung und Rüstungsforschung im Ersten Weltkrieg, wobei man hier, wenn man es in eine Relation setzt zur Chemie, die Physik tatsächlich eher eine kleinere Rolle gespielt hat im Ersten Weltkrieg. Also ich weiß nicht, wie eng ihr irgendwie drin seid mit historischem Wissen, aber im Ersten Weltkrieg hat beispielsweise der Gaskrieg eine sehr große Rolle gespielt, wo natürlich dementsprechend sehr viel chemisches Wissen auch eingesetzt wurde, beziehungsweise Chemiker sich halt einfach beteiligt haben an dieser Forschung. Nichtsdestoweniger gab es physikalische Kriegsforschung. Es hat dann aber vor allem so Bereiche betroffen wie die Funktechnik im Feld oder auch die Entwicklung von Verfahren zur Ortung feindlicher Geschütze. Und es gab auch nochmal so eine längerfristige Wirkung über die Kriegsdauer hinweg. Haben diese ersten zusammen oder haben diesen Format der Zusammenarbeit der Physiker während des Ersten Weltkriegs dazu geführt, dass erstmals nachhaltigere oder längerfristige Kooperationsstrukturen geschaffen wurden. Genau, jetzt machen wir einen zeitlichen Sprung und gehen quasi ein bisschen über die Zwischenkriegszeit hinweg und kommen zum Zweiten Weltkrieg, der wenig überraschend zu einer weiteren Intensivierung der physikalischen Rüstungsforschung geführt hat. Man kann sagen, dass es spätestens ab 1940, als der Physiker Karl Ramsauer den Vorsitz der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die ihr vermutlich kennt, so die existiert er heute noch, Karl Ramsauer hat dessen Vorsitz 1940, deren Vorsitz übernommen 1940 und seit da an gab es eigentlich ein sehr enges Bündnis zwischen der deutschen Physikerschaft und der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie. Und das Herausstellenswerte daran ist, dass diese Zusammenarbeit weniger auf einen politischen Druck hin von Seiten der politischen Führungsriege entstanden ist, sondern dass es wirklich größtenteils aus auch Eigeninitiativen und einer Art Selbstmobilisierung der Physiker erwachsen ist. Also zumindest derjenigen, die sich zu dem Zeitpunkt noch im deutschen Hochschulwesen befanden. So ein Teil der Physiker wurde auch einfach, also ist auch einfach die Führung von den Nazis. Und auch das muss man vielleicht nochmal, das waren also diejenigen, die 1940 noch als Physiker tätig waren an deutschen Hochschulen und Universitäten, waren jetzt nicht alles zwingend knochenharte Nazis, aber Personen, die sich einfach sehr gut arrangiert haben mit diesem System und ihren Nutzen daraus gezogen haben. Was es auch nicht besser macht. In die Zeit des nationalsozialistischen Deutschlands fällt außerdem eine, also an und für sich sehr bahnbrechende und ursprünglich eigentlich auch nicht mal so sehr aus militärischen Antrieben erfolgte Forschungsdurchbruch in der Physik, nämlich die Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahnenfeld-Strassmann im Dezember 1938. Kurz darauf wird dann 1939 der Deutsche Uranverein gegründet, in dem deutsche Physiker unter anderem an der technischen Nutzbarmachung der Kernspaltung für militärische Zwecke geübt haben. Das war halt leider ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, 1938, die Entdeckung der Kernspaltung, wenn man kurz vor dem Zweiten Weltkrieg steht. Das Ganze hat dazu geführt, dass in den USA vor allem eine sehr große Unruhe entstanden ist, weil man befürchtet hat, dass das nationalsozialistische Deutschland eine Uranbombe entwickeln könnte. Dementsprechend vor diesem Hintergrund entsteht dann in den Vereinigten Staaten unter dem Tarnnamen Manhattan-Projekt ein Großprojekt, also das wirklich hinsichtlich der personellen und finanziellen Ausstattung wirklich ein gigantisches Projekt war. Projekt zur Entwicklung atomarer Waffen, an dem unter strikter Geheimhaltung dann auch eine Vielzahl von Physikern oder Physikerinnen beteiligt waren. Also da waren tatsächlich auch ein paar wenige Frauen daran beteiligt. Ich verweise für die genaueren Hintergründe und auch so diese ambivalente Rolle, die
zum Beispiel auf Albert Einstein gespielt hat, verweise ich auf den Aufsatz von Kalanius, den ihr vorab zur Verfügung gestellt und verlinkt bekommen habt. Nicht? Moodle? Die Göttingen-Erklärung? Genau. Wurde es verlinkt. Ah, ich hatte noch, okay, gut. Ich habe diesen Aufsatz auf jeden Fall auch am Ende meines Schulinsatzes in den Literatur angegeben. Den kann man sich auch online angucken. Der Autor heißt Kalanius. Den würde ich euch wirklich empfehlen. Das sind vielleicht so 1,5 Seiten, wenn man es in die Druckfassung bringen wird. Da wird sehr schön dargelegt, wie ambivalent es eigentlich auch war, also oder wie ambivalent die Überlegungen waren, warum man jetzt irgendwie versucht hat, in den USA eine Atombombe zu entwickeln, schon auch vor dem Hintergrund, dass man Angst hatte, dass Nazi-Deutschland einfach schneller ist. Genau. Genau, lest diesen Aufsatz gerne, ist sehr vielschichtig und sehr interessant. Genau, ab 1944 war aber eigentlich klar und war auch in den USA bekannt, dass es Deutschland nicht gelingen wird, eine Atombombe zu entwickeln. Und es war eigentlich zum Zeitpunkt sowieso auch absehbar, dass Deutschland nicht gewinnen wird. Nichtsdestoweniger hat man das Manhattan-Projekt weitergeführt. Es ist damals auch nur ein einziger Physiker wirklich ausgestiegen. Also als ihm irgendwie klar war, dass Deutschland keine Atombombe entwickeln wird, ist aus Gewissensgründen aus diesem Projekt raus. Es war ein polnischer Emigrant, der Josef Rotblat, der wird später auch nochmal kurz interessant werden in meinem Vortrag. Genau, 1945 wurde dann das erste Mal erfolgreich eine Atombombe getestet und wenige Wochen später kam es dann zu den beiden Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki mit über 100.000 Toten. Mittels dieser Atombombenabwürfe wollte man oder hat letzten Endes auch dann erfolgreich eine bedingungslose Kapitulation Japans, das sich zu dem Zeitpunkt dann noch im Zweiten Weltkrieg befand, erzwungen. Genau, damit war der Zweite Weltkrieg zu Ende, aber die Entwicklung der Atomwaffen stand eigentlich erst am Anfang. Ja, ab 1947 befanden sich die USA und die Sowjetunion dann im sogenannten Kalten Krieg. Und 2 Jahre später, 1949, zündete dann die Sowjetunion ihre erste Atombombe. Das heißt, ab dem Zeitpunkt waren die USA nicht mehr die einzigen, die im Besitz einer Atombombe waren. Und aufgrund dieser ideologischen Frontstellung, die es zu dem Zeitpunkt eben schon gab zwischen USA und der UdSSR, war das natürlich eine super brisante Lage. Na, man kann allgemein sagen, für diese komplette Zeitspanne des Kalten Kriegs, dass ein enormer Beschleuniger für die Rüstungsforschung und auch für die Aufrüstung im Allgemeinen war. Ich mache den Satz noch zu Ende. Und im Speziellen natürlich auch für die Entwicklung atomarer Waffen in Ost wie West. Okay. Genau, im Chat ist die Frage über die Auswirkungen der Atombombenabwürfe auf die Kapitulation Japans gekommen. Mhm. Und zwar vielleicht als Beantwortung der Frage, ich habe dazu einen neuen Beitrag von 1 Stunde History in Moodle verlinkt, der sich thematisch mit dem Abwurf der beiden Atombomben auseinandersetzt. Mhm. Also wenn jemand dazu etwas haben möchte, dann kann man ins Moodle schauen und sich den Vortrag da anschauen. Ich kann auch als eine Empfehlung, es gibt eine relativ gute Doku von Arte, die man auch auf YouTube findet. Einfach wenn man guckt nach Doku Atombombe, dann findet man die. Und da wird allgemein auch das Manhattan-Projekt nochmal näher dargestellt und da wird auch so diese Zeit nach 1945 dargestellt und auch, dass man in den USA erstmal sehr begeistert war, also auch in der breiteren Öffentlichkeit von dieser Atombombe, weil damit ja zum einen der Zweite Weltkrieg beendet wurde und man halt auch als Sieger rausgegangen ist und dann eigentlich erst verspätet, so ein Jahr drauf später, gab es dann so ein Essay in der New York Times, wo dann komplett Bombenopfer oder Überlebende von Hiroshima und Nagasaki zu Wort kamen und dann eigentlich erst in so einer Öffentlichkeit eine Debatte über die Gefährlichkeit dieser Bombe aufkam. Kann ich auch den Link gerne auch in meinen Foliensatz einfach reinpacken oder googelt einfach so, genau. Gut. Ja, das Ganze bekommt dann nochmal einen. Es gibt nochmal so einen neuen Höhepunkt oder eher Tiefpunkt in dieser Rüstungsspirale Anfang der 50er Jahre, als die Wasserstoffbomben dann entwickelt wurden. Die erste wurde 1942 in den USA gezündet, von den USA gezündet. Ein Jahr später hat die Sowjetunion ihre erste Wasserstoffbombe gezündet. Und das Problematische daran ist, dass sie nochmal um Vielfaches tödlicher sind als die bis dahin bekannten Atombomben. Also um das in Vergleich zu setzen, so diese erste gezündete Wasserstoffbombe
1952 hatte das 800-fache an Sprengkraft der Bombe Hiroshima abgeworfen wurde. Das heißt, man könnte mit diesen Bomben oder hätte mit diesen Bomben einfach komplette Großstädte irgendwie vernichten können und auslöschen können. Genau, das führt dann zu der Situation, diesem Gleichgewicht des Schreckens, dass die USA und die Sowjetunion gegenseitig hochrüsten und irgendwann eigentlich über eine derart große Menge an Atomwaffen verfügen, dass man den politischen Gegner im Grunde, also theoretisch mehrfach hätte vernichten können. Das ist das, was man unter diesem Schlagwort des Overkills meint. Genau, und um der Stelle vielleicht auch nochmal kurz den Bogen zur Verantwortung der Wissenschaft zu schlagen, weil es wäre jetzt ein bisschen abgekommen. So natürlich wurde der Bau dieser immer tödlicheren Waffen auf einer politischen Ebene vorangetrieben. Aber man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass das ohne die Forscher und Wissenschaftlerinnen, die sich daran beteiligt haben und den Know-how reingebracht haben, auch erst gar nicht hätte funktionieren können, dieses Hochrüsten. Genau, und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung und eigentlich auch nur noch mal der Vollständigkeit halber, damit nicht die Situation oder damit bei euch nicht der Eindruck entsteht, dass 1990 irgendwie alles plötzlich in Butter gewesen wäre. So ist es nämlich leider nicht. So Rüstungsforschung hat mich natürlich nicht aufgehört 1990. Das bräuchten wir auch diese Vorlesungsreihe nicht. Sondern es findet weiterhin militärische Forschung statt an Unis. Ich habe jetzt hier wieder mich beschränkt auf die Bundesdeutsche, auf den bundesdeutschen Bereich. Bei uns sieht es so aus, wir haben irgendwie, ich würde sagen, drei große Bereiche, die Auftragsgeber sind. Das ist zum einen das Verteidigungsministerium, unsere Bundeswehr und privatwirtschaftliche Rüstungsunternehmen. Um aber dieses tatsächliche Ausmaß von Rüstungsforschung an Hochschulen zu benennen, also das ist relativ schwierig, weil das ist, glaube ich, ja bei euch nicht anders in Österreich, weil wir es hier mit einer sehr, sehr intransparenten Datenlage zu tun haben. Also es gibt jetzt irgendwie kein Zentralregister oder es gibt in der Regel ja nicht mal irgendwie uni-interne detaillierte Aufschlüsselung, was es für Forschungsvorhaben gibt. Das heißt, wenn wir wirklich an Daten zur Rüstungsforschung kommen wollen, muss man den Weg über Parlamentsanfragen gehen, also Abgeordnete, die an ihre Regierungen eine Anfrage stellen, im Bundestag und in Landesparlamenten. Aber auch hier haben wir zum Teil das Problem, dass die Antworten dann geschwärzt sind, beziehungsweise nicht für die Öffentlichkeit einsehbar sind. Genau. Gut, jetzt quasi so zur Ehrenrettung der Physik, weil es ist ja nicht nur so, dass Physikerinnen in der Vergangenheit nur als Beteiligte an Rüstungsforschung aufgefallen wären. Im Gegenteil, es gab und gibt auch immer wieder Vorstöße und Initiativen aus der Physik oder in der Physik, die sich entschieden gegen Rüstungsforschung positionieren. Das fängt zum einen an irgendwie mit einzelnen Personen und einzelnen Wissenschaftlern, die sich für friedliche Forschung eintreten. Ich habe jetzt hier zwei Beispiele mitgenommen, das ist natürlich in keiner Weise. So das bekannteste, das prominenteste Beispiel ist vermutlich, so den wir alle kennen, ist Albert Einstein, der sich relativ früh gegen eine militärische Forschung oder allgemein gegen Krieg positioniert hat. Dann habe ich noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, der österreichische Physiker Hans Thiering. Der sich als Kriegsfreiwilliger zum Ersten Weltkrieg gemeldet hatte und sich dann aber wirklich zu einem radikalen Pazifisten wandelt und im Zweiten Weltkrieg sich auch in der Friedensbewegung engagiert, dann von den Nazis irgendwie aus dem Hochschuldienst zwangsbeurlaubt wird deshalb und dann aber nach 1945, als er wieder rehabilitiert wurde, sich weiter im Bereich Friedenserziehung und Völkerverständigung einsetzt. Der war dann, glaube ich, auch ein Abgeordneter für die SPÖ und hat sich im Rahmen dessen auch für eine Abrüstung Österreichs eingesetzt. Noch ein weiterer Meilenstein. Eine Debatte um die Verantwortung von Wissenschaftlerinnen war das 1955 veröffentlichte Russell-Einstein-Manifest. Auch dort findet ihr am Ende meines Foliensatzes später eine Verlinkung zum Originaltext, wenn euch das im Detail interessiert. Das Manifest war ein Aufruf von 11 Wissenschaftlern, darunter eben die beiden namensgebenden Bertrand Russell und Albert Einstein, aber beispielsweise auch der Physik-Nobelpreisträger Max Born. Dieses Manifest enthält neben einer allgemeinen Warnung vor der verheerenden Wirkung vor allem der Wasserstoffbombe, die ja wenige Jahre zuvor entwickelt wurde. Daneben enthält dieses Manifest auch noch eine Aufforderung an Wissenschaftler, dass sie sich zusammensetzen sollen zu einem Austausch über die Gefahr von nuklearen Waffen.
Es gab tatsächlich auch so eine konkrete Folge dieses Manifests, nämlich die Pugwash-Bewegung. Das Russell-Einstein-Manifest gilt als Gründungsdokument. Einer der Unterzeichner dieses Manifests, der vorhin schon erwähnte Joseph oder auch Joseph Roseblatt, also war eigentlich polnische Immigrantin, aber in Großbritannien aktiver. Er hat diese Pugwash-Bewegungen mit initiiert. Genau, die gibt es bis heute, falls ihr euch über den Namen wundert. Es ist einfach benannt nach dem ersten Ort, wo die erste, nach dem Ort, wo die erste Pugwash-Konferenz stattgefunden hat. Das ist irgendein Dorf irgendwo in Kanada, das heißt Pugwash. Diese Pugwash-Bewegungen hält in erster Linie Konferenzen und Workshops ab, in denen zum Teil sehr hochrangige Wissenschaftlerinnen, sowohl aus Ost wie aus West, sich zu rüstungs- und sicherheitspolitischen Fragen organisiert und ausgetauscht haben. Und die Idee dahinter war, dass man über diese, also dass man zum einen so einen Begegnungsort zwischen West und Ort auf West und Ost auf einer wissenschaftlichen Ebene schafft, zu einem Zeitpunkt, wo wir quasi mit dem Kalten Krieg stehen und wo oftmals auf einer politischen und auch diplomatischen Ebene eigentlich kein Austausch mehr stattgefunden hat. Und die Überlegung war, dass quasi mittelbar damit auch Einfluss genommen wird auf nationale Regierungen und auf deren rüstungspolitischen Weichenstellungen, da einfach Teile dieser Wissenschaftlerin, dieser sehr hochrangigen Wissenschaftlerin, vor Ort in ihren Ländern auch Teil von wissenschaftlichen Beratungsgremien der jeweiligen Regierung waren. Und diese Pugwash-Bewegung ist auch relativ erfolgreich und hat sich dann zu einer globalen Bewegung mit Sektionen in verschiedensten Ländern, also auch hier in Österreich, war der Hans Thiering sehr aktiv, entwickelt, wo man es eben schafft, blockübergreifende Plattformen für den Wissenschaftsdialog zu sicherheitspolitischen Fragen zu entwickeln. Und das mag aus einer heutigen Sicht vielleicht ein bisschen trivial wirken, dass sich Wissenschaftlerinnen aus verschiedensten Ländern treffen, um sich auszutauschen. Das war es aber einfach in diesem zeithistorischen Kontext des Kalten Kriegs nicht. Im Gegenteil, das war schon ein Ding, dass sich der Wissenschaftlerin der USA sowie der Sowjetunion an den Tisch setzen. Genau, kommen wir zurück in den deutschsprachigen Raum, nämlich zur Göttinger Erklärung. Da hattet ihr den Text jetzt aber wirklich, ja, genau. Genau, die wurde im April 1957 veröffentlicht. Die wird auch oftmals bezeichnet als Göttinger Manifest oder als Erklärung der Göttinger 18, weil es 18 unterzeichnet war. Genau, der unmittelbare Anlass dieser Göttinger Erklärung waren die Pläne der damaligen Bundesregierung, die Bundeswehr mit Atomwaffen auszustatten. Und da gab es bereits im Jahr zuvor gab es Hintergrundgespräche zwischen Physikern, also vor allem Kernphysikern, die Vertreter der Bundesregierung davor gewarnt haben, dass sie die Gefahr von Atomwaffen nicht unterschätzen sollen. Und das Ganze hat aber wenig Frucht getragen, weshalb man dann eben mit dieser Göttinger Erklärung so einen Schritt in die Öffentlichkeit gewagt hat. Genau, es gibt so drei Themenfelder, die diese Göttinger Erklärung umfasst. Das eine ist eine allgemeine Gefahr vor der Warnung vor Atomwaffen, daraus abgeleitet dann eben den Aufruf darauf zu verzichten, also dass die Bundesrepublik auf Besitz von Atomwaffen verzichten soll. Und das war so das Neuartige, was diese Göttinger Erklärung auch von Texten wie beispielsweise im Russell-Einstein-Manifest ein bisschen abhebt. Sie hat auch eine Verpflichtungserklärung der Unterzeichner enthalten. Nämlich die Selbstverpflichtung, dass man sich selbst als Wissenschaftler nicht an der Entwicklung von Atomwaffen beteiligen wird. Und es ist zu dem Zeitpunkt, also eine relative Diskursverschiebung zu dem Zeitpunkt, weil es da einfach noch keine 15 Jahre her ist, dass mithilfe von Wissenschaften die Atombombe entwickelt wurde. Genau, und um die Wucht dieser Göttinger Erklärung, die wird auch nochmal unterstrichen von der Prominenz ihrer Unterzeichner. Also ihr müsst jetzt irgendwie nicht alle lesen, ihr müsst natürlich auch nicht auswendig lernen. Aber vielleicht seht ihr es bereits auf den ersten Blick, das sind zum Teil sehr renommierte Physiker darunter, mehrere Nobelpreisträger der Physik, beziehungsweise im Fall von Otto Hahn Chemie-Nobelpreisträger. Und eben mit Otto Hahn und Fritz Strassmann auch die beiden Entdecker der Kernspaltung und die Mehrheit der Unterzeichner saß zugleich auch noch als wissenschaftliche Beratung Deutscher Atomkommission. Genau, das ist eine Frage. Genau, in seinem Chat kam die Frage, ob diese Göttinger Erklärung sich mit Atomwaffen oder auch mit anderen Waffen, zum Beispiel ABC-Waffen, befasst. Ich glaube, der Terminus damals war nukleare Waffen, also nur mit Atomwaffen, genau.
Ich kann tatsächlich gerade auch gar nicht sagen, inwiefern damals in der Debatte es auch um biologische und chemische Waffen, also in der öffentlich wahrnehmbaren Debatte ging. Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Nee, aber das war wirklich, das war vielleicht auch nochmal gut, dass diese Frage kam, weil was natürlich schon spannend ist, auch aus der heutigen Sicht, man hat damals sehr relativ klar auch in der Debatte unterschieden zwischen der, ich sag mal, der guten zivilen Nutzung von Kernenergie und der bösen militärischen Nutzung von Kernenergie. Ich glaube, meine Kamera ist aus, also haben die Anführungszeichen jetzt nicht gesehen, die ich gerade gesetzt habe. Und es war schon auch so ein bisschen der Tenor dieser Debatte, der sich dann entwickelt hat, wenn man prinzipiell Kernenergie schon oder im Weiten, also prinzipiell hat man schon auch viel Potenzial in der Kernenergie gesehen. Und das finde ich insofern spannend, weil man heute ja, gerade wenn es irgendwie um die Nutzung von Atomenergie geht, öffentlich auch nochmal ganz andere Debatten heute hat. Genau, so viel dazu, ja. Genau, es ist ein Diskussionsbeitrag. Die Frage ist, ob wir das besser jetzt machen wollen oder am Ende des Vortrags. Ich würde es fast am Ende machen. Okay, passt. Ja. Genau. Ja, genau, hier nochmal kurz zur Rezeption der Göttinger Erklärung. Also es hat, stellt diese Göttinger Erklärung eine Zäsur dar in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sich hier plötzlich Wissenschaftler selbst sehr bewusst gegen atomare Forschung oder gegen militärische Nutzung atomarer Forschung aussprechen. Dementsprechend hat die Göttinger Erklärung wirklich eine breite Debatte auch auf einer internationalen Ebene ausgelöst. Wie gesagt, das war sicherlich schon auch dadurch unterstützt, dass wir es hier einfach mit Unterzeichnern zu tun hatten, die auch einfach international in der Wissenschaftscommunity bekannt und sehr angesehen waren. Genau. Ja, auch das fand ich besonders interessant, auch in der DDR, die ja irgendwie quasi der ethische Konterpart zur BRD waren. Da gab es relativ schnell eine Form der Reaktion in Form verschiedener Erklärungen. Es waren, glaube ich, drei Stück, über die ich gestoßen bin, in dem sich führende Physiker der Physik auch inhaltlich hinter die Göttinger Erklärung stellen und sich eben auch für eine rein friedliche Nutzung von Atomenergie aussprechen. Ja, die Göttinger Erklärung wird dann auch sehr schnell zum Bezugsdokument für den politisch-aktivistischen Widerstand, zumindest in der BRD, gegen Atomwaffen. Genau, es hat sich das sogenannte Bündniskampf dem Atomtod explizit mit Bezug auf diese Göttinger Erklärung damals gegründet. Genau, und darin waren eben zum einen irgendwie Oppositionsparteien wie die SPD tätig, aber auch die FDP hat sich da auch, oder Vertreter dieser beiden Parteien engagiert, aber eben auch gewerkschaftliche und kirchliche Friedensaktivisten und eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Genau, das ist auch nochmal so eine unmittelbare Folge dieser Göttinger Erklärung gewesen, nämlich die Gründung der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, und zwar im Rahmen einer Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Gründungsmitglieder waren vor allem Vertreter der Göttinger Erklärung und weitere namhafte Physiker. Das Ganze ist im Grunde ein Wissenschaftsverband, der also existiert bis heute, der auch die öffentliche Debatte über die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaftlerinnen fördern wollte oder immer noch fördern möchte und auch explizit über die Folgen der eigenen Forschung aufklären und gegebenenfalls auch vom Missbrauch von Forschung warnen wollte. Genau, wie gesagt, die existieren heute noch, haben ihr Themenfeld aber mittlerweile ein bisschen verbreitet. Also anfangs ging es vor allem um sicherheitspolitische und um Rüstungsfragen in einem atomaren Kontext. Heute positionieren sie sich auch zu Themen wie Nachhaltigkeit, technologischem Wandel. Genau. Gut, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Es wird sich ausgehen. Genau, hier ganz kurz zur Zivilklausel. Ihr habt das letzte Mal ja schon viel davon gehört. Ich glaube, zu dieser allgemeinen Definition muss ich nicht mehr viel sagen. Vielleicht noch kurz ergänzen, dass Zivilklauseln zum Teil auch einhergehen mit Transparenzklauseln, sprich Verpflichtungen, dass Forschungsvorhaben mindestens universitätsintern, also der Universitätsöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In welcher Form, in welchem Umfang hängt dann auch irgendwie nochmal von den jeweiligen Formulierungen ab. Genau, das habt ihr schon gehört das letzte Mal. Die erste Zivilklausel, zumindest in dem engeren Sinne, ist auch im Zuge der Friedensbewegung der 1986 an der Uni Bremen
entstanden. Die wurde, glaube ich, in Bremen auch in den nachfolgenden Jahren dann nochmal erneuert oder bekräftigt. Genau, heute gibt es 70 Zivilklauseln, um das vielleicht ins Verhältnis zu setzen. Es gibt in der BRD über 400 Hochschulen, wobei da jetzt auch so Kleinsthochschulen, private Hochschulen mit reinzählen, aber genau. 70 von über 400 haben eine Zivilklausel. Genau, und das ist tatsächlich eine Ergänzung zu letzter Woche. Es sind mittlerweile 3 Landeshochschulgesetze, die ein Bekenntnis zu ziviler Forschung drin haben. Seit Mai 2020 gibt es in Sachsen-Anhalt nämlich auch eine Zivilklausel im Landeshochschulgesetz. Wobei man auch sagen muss, es ist jetzt nicht nur ein linearer Fortschritt. Also es ist nicht so, dass es ständig mehr Zivilklauseln in Landeshochschulgesetzen gibt. So, wir hatten auch die Erfahrung gemacht in Niedersachsen und NRW, da gab es relativ lange oder zumindest für ein paar Jahre Zivilklauseln in Landeshochschulgesetzen, die dann aber nach einem Regierungswechsel auch wieder sehr schnell gekippt wurden, leider. Ja gut, angestoßen werden diese Zivilklauseln in der Regel vor Ort von lokalen Initiativen, vor allem von Studierenden und Wissenschaftlerinnen unterschiedlichster Fachrichtungen, oft aber auch in Zusammenarbeit mit Friedensaktivistinnen und Gewerkschaften. Genau, seit 2011 gibt es dann auch noch diese überregionale Plattform oder Initiative Hochschulen für den Frieden, ja, zur Zivilklausel. Das ist eine überregionale Plattform zur Vernetzung dieser lokalen Zivilklausel-Initiativen. Genau, ich habe euch deren Homepage auch, ich glaube, die war auch in den letzten Wochen schon im Foliensatz mit drin, aber das ist, deren Homepage ist auch immer eine interessante Anlaufstelle, wenn man recherchieren möchte zur Zivilklausel. Gut, welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Das sind jetzt tatsächlich so eher lose Gedanken, die ich da formuliert habe, weil es mir hier weniger darum geht, irgendwie so nochmal so eine umfassende Zusammenfassung abzuliefern, sondern es sind so einzelne Punkte, die mir so in der Ausarbeitung dieses Vortrags gekommen sind und die ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne mit euch kritisch diskutieren möchte. Genau, das eine ist super trivial, zumindest für euch, die an so einer Vorlesung teilnimmt zur Rüstungsforschung, so auch in demokratischen Staaten und für diesen zweiten Teilsatz betonen, auch an deren zivilen Hochschulen findet Rüstungsforschung statt. Also meine Erfahrung in der hochschulpolitischen Arbeit ist, dass das nicht immer allen Angehörigen einer Universität und gerade auch vielen Studierenden nicht bewusst ist, dass an ihren Hochschulen möglicherweise Rüstungsforschung stattfindet. Genau, das andere ist das, was ich unter diesem Schlagwort des Mythos der werdenden Wissenschaft oder auch dieses Schlagwort gebracht habe, nämlich in Frage stellen möchte, also nämlich diese Vorannahme, dass Wissenschaft und die innertätigen Wissenschaftlerinnen quasi qua ihrer Profession wertneutral seien. Das ist eine Annahme, die begegnet mir so oft, die ist mir im Studium in den Seminaraussagen oft begegnet, aber auch in der hochschulpolitischen Arbeit und ich halte die in Humbug so, weil also zum einen irgendwie Wissenschaftlerinnen und Universitäten nicht im luftleeren Raum existieren und ihr habt das ja jetzt hoffentlich auch in den Beispielen, die ich mitgebracht habe, sei es mit den Physikern und allgemein mit den Wissenschaftlern, die im Ersten Weltkrieg sich sehr schnell zu diesem Hurra-Patriotismus bekannt haben und das ja gerne in der Forschung dann auch eingebracht haben in den Krieg. Oder sei es auch mit den Physikern, die in den 1950ern dann irgendwie plötzlich anfangen, sehr offensiv in der Öffentlichkeit auch die Folgen ihrer eigenen Forschung zu diskutieren. Genau, und das hängt mit dem Punkt davor dann, ich glaube, wenn man sich für eine friedliche und zivile Forschung, für eine friedliche Universität einsetzen möchte, dann muss man auch ein Bewusstsein über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen Forschung und im Grunde auch unter den Lehre stattfindet, zu reflektieren. Das ist so ein Bereich der Lehre, den haben wir heute eigentlich gar nicht mit thematisiert, aber natürlich kann sich Rüstungsforschung auch auf Lehre auswirken. Genau. Ja, das ist auch nochmal so dieser Begriff der Agency, ist einer, der zumindest in meinem Fachbereich verwendet wird, so ein bisschen brüchig übersetzt, würde ich ihn als Handlungsmacht von Wissenschaftlerinnen benennen. Was ich damit meine, ist, es gibt dieses Argument, wenn man über Rüstungsforschung diskutiert, dieses Argument, das man gelegentlich dann hört, ist, naja, wenn ich das nicht mache, also wenn ich das als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin mache, dann macht es halt jemand anders. Und was daraus dann folgen soll, ist quasi, eigentlich ist es ja egal, ob man jetzt Rüstungsforschung macht oder nicht, weil sie findet eh statt. Und das würde ich halt stark in Frage stellen. Und hier betonen, dass man natürlich als Einzelner oder als einzelne Wissenschaftlerin hier einen Spielraum hat, aber auch eine Verantwortung hat und da auch zumindest im Geheimen auch einfach steuern kann.
Ah, gut, das wird euch nicht verwundern. Ich bin der Ansicht, dass Zivilklauseln ein sehr sinnvolles Instrument zur Unterbindung von Rüstungsforschung an Hochschulen sein können. Und würde das aber eigentlich auch immer flankieren, so nach der Forderung einer Transparenzklausel. Denn wenn man nur diese Zivilklausel hat, also es ist schön und gut, aber dann kann man am Ende des Tages auch gar nicht so wirklich überprüfen, ob wirklich keine Rüstungsforschung stattfindet. Und es ist ja auch aus anderen Gründen interessant. Ich glaube, ihr hattet letzte Woche ja so einen Input, wie Forschungsfinanzierung funktioniert. Und da wurde auch schon ein Stück weit angerissen und problematisiert, dass es natürlich auch andere Drittmittelgeber gibt, wo man sich zumindest gelegentlich die Frage stellen kann, wie sehr es dann noch mit der Freiheit in Wissenschaft bestellt ist und die Freiheit von Wissenschaft bestellt ist, wenn man hier einen sehr hohen Anteil an externen Geldgebern hat. Genau, das wäre es erstmal von Input an meiner Seite. Wie ihr seht, ihr bekommt den Folien, ihr habt den, glaube ich, schon online, den Foliensatz. Das sind zum einen weiterführende Hinweise, dann meine Quellen und meine Literatur. Ihr habt am Ende auch nochmal meine Kontaktdaten. Also wenn ihr irgendwie nach diesem Vortrag, also irgendwann nach heute, irgendwann noch Fragen dazu habt, die mich gerne auch jederzeit kontaktieren. Und wenn ihr euch für den BDWI, den Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, interessiert oder vielleicht sogar Mitglied werden möchtet, habe ich euch die Homepage auch nochmal verlinkt. So. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Tatsächlich im Chat ist ziemlich viel los. Also man hört, man liest sehr viel im Chat und ich glaube, vielleicht können wir ein paar von den Fragen jetzt anreißen. Ich erkläre vielleicht nochmal kurz, was der Plan ist. Und zwar, sobald die Fragen, die inhaltlichen Fragen erledigt sind, würden wir ein paar Minuten Pause machen. Und nach der Pause in Breakout Rooms gehen und würden dann in diesen Breakout Rooms in Kleingruppen diskutieren und danach noch einmal in der großen Runde. Also das haben Christiane und ich uns so überlegt, dass wir das so machen würden gerne. Und genau, jetzt stelle ich vielleicht noch ein paar kurze Fragen aus dem Chat, sodass sie alle hören. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Sinn macht, die in der großen Runde zu diskutieren. Ich drehe auch mal kurz meine Kamera auf, damit ihr mich seht und so. Genau. Also als erste, also eine der Fragen wäre die Frage der Nutzung der Atomkraft. Und zwar, ob man die auch anders nutzen kann, sodass weniger waffenfähiges Uran, Plutonium produziert werden kann. Und ob die Debatte auch darum ging. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Also ja, ich glaube, da verlassen wir dann aber auch ein Stück weit den Bereich der Rüstungsforschung. Also die Frage danach, wie nutzen wir Atomkraft? Ich meine, also das Wissen darüber ist ja sowieso in der Welt, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Genau, also es tangiert dann auch nochmal an der Ebene, auf die diskutiert wird. Und ja, also das passiert ja. Also es ist zum einen in den 1950ern stark passiert. Das ist auch dann auch zum Teil auch von Seiten der USA auf eine fast schon, ich glaube, man kann das schon propagandistischen Ebene auch benennen. Das kommt auch in dieser Doku, auf die ich vorhin verwiesen habe, sehr schön vor, dass man vor allem auch die Vorzüge von Atomkraft in der zivilen Nutzung herausgestellt hat. Weil das ist ja erstmal in einer relativ vergleichsweise kostengünstige Art und Weise war, auch irgendwie, keine Ahnung, Privathaushalte mit Strom zu versorgen. Genau, und gerade diese Unterzeichnung der Göttinger Erklärung, die haben sich nicht prinzipiell irgendwie gegen Kernforschung oder Nutzung von Kernspaltung ausgesprochen, sondern eigentlich eben sich beschränkt auf diese militärische Nutzung. Also sich ausgesprochen gegen eine militärische Nutzung, aber nicht gegen eine zivile Nutzung. Genau, ich hoffe, das wäre jetzt ein bisschen die Frage. Genau, du kannst eher auch den Chat aufmachen. Auf der, ja, das Seite. Stimmt, aber es ist ein bisschen wirklich Bombe. Oh, genau. Schwieriges Wording. Genau, also ich würde tatsächlich jetzt an der Stelle eine kurze Unterbrechung machen, bis um, sagen wir, 25 ungefähr, also 3-4 Minuten. Und dann werden wir Breakout Rooms machen und in denen bekommt ihr dann den Auftrag, eben diese Frage oder gerade die letzte Folie ein bisschen zu debattieren und ein bisschen die Fragen, die jetzt auch schon im Chat gestellt werden, die ihr alle lesen könnt, euch anzuschauen.
Also wir werden jetzt gleich die Breakout-Rooms machen. Wir werden euch, glaube ich, zu fünft ungefähr in einen Raum stecken. Und dann könnt ihr dort in Kleingruppen diskutieren. Wir werden vermutlich durch die Räume durchwechseln und ein bisschen zuhören. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch danach nochmal sehen, um gemeinsam das, was diskutiert wurde, noch einmal im Plenum zu besprechen. Wir muten uns jetzt kurz und erstellen die Breakout Rooms und sagen wir in 5 Minuten, also um 19:28 Uhr geht es weiter.